Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video hier, während ich im Hintergrund ein bisschen Skater XL spiele, was auf jeden Fall auch eins der ersten Formate werden wird auf diesem Channel hier, falls das jemals hochgeladen wird. Ja, wird auf jeden Fall Skater XL eins der ersten Projekte, das spiele ich nämlich momentan ganz gerne, auf unserem anderen Channel, also mit meinem Kollegen zusammen, da werden wir zusammen auch Multiplayer spielen. Aber hier spiele ich erstmal solo und versuche dann einfach ein paar Challenges zu machen oder Sachen auszuprobieren. Oder das Spiel ein bisschen mit Session zu vergleichen, indem ich irgendwie übel kacke bin, obwohl es eigentlich nicht so viel anders ist als das Spiel hier. Aber mir macht Skater XL momentan irgendwie mehr Spaß, erstens weil es wesentlich flüssiger läuft als Session. Ja, weil ich beides auf der Konsole spiele, also das jetzt auf der PS5. Ist aber ja noch die PS4-Version, glaube ich. Müsste es zumindest. Hab nichts davon mitgekriegt, dass die eine PS5-Version rausbringen. Werden die wahrscheinlich auch erstmal nicht so, wie ich die kenne. Da passiert momentan nicht viel. Ich habe mich so über das Multiplayer-Update gefreut. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt kommt. Es kam auf einmal so aus dem Nichts. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet und ja, jetzt ist es endlich da. Und deswegen werden wir das auf dem Channel zusammen auch bestimmt mal spielen. Und hier gibt es dann einfach immer ein paar Solo-Videos von mir, falls das irgendjemanden interessiert. Guck ich mir die einfach selber an. Das funktioniert auch. Ja, ich habe jetzt hier dieses Video eigentlich eh nur gemacht, um einfach mal so ein bisschen das Setup zu testen, ob mit dem Ton alles klappt. Wenn nicht, dann wird es hier nie einer sehen, wenn doch, dann super. Man hört wahrscheinlich ein bisschen den Controller im Hintergrund, das ist, weil ich den ja auch irgendwie in der Hand halten muss und das Mikrofon auf dem Tisch steht, weil ich auf der Couch sitze. Ja, das wird alles noch ein bisschen verbessert mit der Zeit. Ich versuche mir irgendwie das Mikrofon noch ein bisschen höher zu positionieren und weiter vom Controller weg, damit ich check überhaupt nicht, was ich in dem Spiel mache, weil ich die ganze Zeit irgendwie vor mich hinfahre. Aber wir versuchen jetzt hier einen coolen Trick. Ein Kickflip da drauf. Ja, perfekt, da hat man nicht geklappt. Der Kickflip auf jeden Fall hat geklappt. Dann hier irgendwas Cooles. Yeah, oh ja. Realismus pur. Ja, ich bin froh, dass ich hier an meiner PS5 jetzt die Elgato überhaupt benutzen kann und ich keine neue brauche, so wie man die Technik kennt. Veraltet ja alles immer schnell, aber die Elgato, die funktioniert noch ganz gut. Jetzt kommt die auch endlich mal zum Einsatz. 10 Jahre lag die gefühlt einfach nur im Schrank, weil ich nie irgendwas damit gemacht habe. Ey Mann, ich spiele ja so einen Trash, komm, wir suchen mal irgendeinen Spot. Ich muss ja irgendwie mal irgendwie hier mal was bieten. So. Versuchen wir mal eine kleine Session zu machen. Haha, danke. Danke für den Applaus, weil dieser Wortwitz wirklich, wirklich super klasse war. Das war nicht so schön. Aber ich versuche jetzt einfach trotzdem noch hier was. Genau, das hat keiner gesehen. Ja, so viel zum Thema neuer Channel. In erster Linie mache ich ja meine Beats, die ihr wahrscheinlich schön im Hintergrund hört, weil bei diesem Spiel bietet sich das perfekt an, die in den Hintergrund zu legen. Wenn ihr mehr von denen hören wollt, geht bitte auf meinen Hauptchannel. Da findet ihr sämtliche Videos, über 140 inzwischen, glaube ich. Oh, ich will nicht lügen, vielleicht auch nur 130, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr euch für Beats interessiert oder generell für Musik, geht auf den Channel. In Zukunft wird da vielleicht auch mal ein bisschen mehr kommen als nur Beats. Ja, aber das soll auch nicht das Thema jetzt sein. Hier geht es ja eher um den coolen neuen Gaming-Channel, auf den ich schon lange Lust hatte, aber irgendwie weiß ich mich nicht dazu aufgerafft habe. Aber jetzt, wo Skater XL endlich wo ich endlich eine PS5 habe. Ja, Skater XL ist ja schon ein bisschen länger für die Konsole draußen. Habe ich mir gedacht, komm, fängst doch jetzt mal an, weil jetzt kann ich wenigstens ein paar mehr Spiele endlich in 60 Frames spielen, weil, Junge, 30 FPS, ich hab da einfach keinen Bock drauf. Das fuckt mich einfach nur ab. Ich habe die PlayStation 4 irgendwann einfach auch nicht mehr angefasst, außer für Call of Duty, und das hat mich irgendwann nicht mehr gebockt. Auf unserem gemeinsamen Channel Thermospike, der auch in der Infobox verlinkt ist, machen wir ein paar Call of Duty Challenges. Guckt da gerne mal rein.
Ich weiß nicht, ich denke mal, jetzt ist da eh noch nichts online auf dem Channel. Höchstens so unser eines Testvideo, wo die Audioqualität richtig mager ist. Aber da haben wir auch einfach nur ausprobiert, wie die Aufnahmefunktion von der PS5 ist. Ja, für so 12-jährige Minecraft-Spieler ist das ganz nice, um auch ein paar Clips zu machen. Aber es ist halt schon irgendwie nicht besonders gut die Qualität. Auch wenn man in 60 FPS aufnehmen kann, ist das Ding halt einfach, das Bild ist, es ist nicht scharf. Und ich bin empfindlich. Wenn ich schon mich hinsetze und so Videos mache, dann auch mit halbwegs guter Qualität. Ich hoffe, das passt hier jetzt alles mit dem Ton. Wie gesagt, das ist das erste Video. Ich werde das in Zukunft noch ein bisschen anpassen. So, komm. Und bevor jetzt hier in dem Video wirklich gar nichts passiert ist, außer Gelaber, ist aber nicht so schlimm fürs erste Video. Versuche jetzt hier mal noch irgendwas zu machen. Komm, wir versuchen mal da hoch. Und ja, das ist ja spektakuläre Tricks hier. Oh ja, das sah ja richtig scheiße aus. So, komm wenigstens. Ey, komm, warum will der da? Oh, das nervt mich an dem Spiel. Es ist halt noch nicht so 100% perfekt, ne? Es wird einfach Zeit, dass Skate 4 rauskommt. Ich hoffe ja, die machen bei Skate 4 auch so eine Steuerung. Am Anfang dachte ich mir ja so, ah, mit der Steuerung kann ich gar nichts anfangen. Aber wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat, obwohl ich ja in Session immer noch gar nichts raff, ich kann da irgendwie nur Kickflips machen. Ich weiß nicht warum, egal was ich mache. Ich mache immer nur einen Kickflip. Ja, aber vielleicht mache ich als nächstes Video schon mal ein Session-Video oder Flight Simulator. Da hätte ich auch richtig Bock drauf, einfach mal über mein Haus zu fliegen, damit ihr alle vorbeikommen könnt über dem Drachen. Nee, aber einfach mal ein bisschen rumfliegen. Das Spiel ist nämlich schon übel geil. Einfach sich Sachen angucken und dabei ein bisschen quatschen. Vielleicht noch mit jemandem auf dem Discord. Oh, ja. Keine Ahnung, ich versuche jetzt hier einfach noch eine Sache zu machen und dann soll es das für das Video eigentlich auch schon gewesen sein. Es war eigentlich nur ein kleines Introducing zum Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und bin wieder an derselben Stelle wie eben, ne? Ich bin irgendwie unkonzentriert, während ich rede. Aber das ist nicht so dramatisch in dem Spiel. Ja, komm, das ging doch. Ah. Boah, ich sitze hier echt nicht so super, muss ich sagen. Ich habe gleich einen steifen Nacken. Alles nur für das Video hier. Wenn das nicht mal voller Einsatz ist, für den man gerne noch mal ein Abo da lassen kann, um nichts mehr zu verpassen. Danke auf Instagram. @999Dayan, bitte folgt mir da. Alles rund um Musik und Beats. Und falls ihr Rapper werden wollt, müsst ihr mir einfach nur schreiben. Ich bringe euch groß raus. So einfach ist es. Ja, auf jeden Fall ist nächste Session Cyberpunk, GTA. Wenn endlich GTA für die PS5 draußen ist, vorher gibt es das einfach nicht. Ich habe keinen Bock auf alles unter 60 FPS. Call of Duty Challenges. Gerne auch auf dem anderen Kanal vorbei. Gerne auch auf den anderen beiden Kanälen vorbeischauen. In erster Linie natürlich bei Dayan. Nein, nein, nein. Bei Thermospike. Ja. Ist natürlich nur halb so wichtig, aber da guckt ihr bitte auch vorbei. Und ja, das soll es gewesen sein. Das haben wir schon 10-mal gesagt. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Video. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr Bock habt. Alles, was im Game Pass erhalten ist oder ich auf der PS5 besitze, wovon ihr keine Ahnung habt. Aber ich habe ja ein paar Sachen aufgezählt. Ich denke mal Cyberpunk und Session und Flight Simulator und Call of Duty ist auf jeden Fall schon eine ganz gute Auswahl für den Anfang. So, jetzt noch einen. Ich kann halt nicht aufhören, dieses Spiel zu spielen. Das ist das Schlimme. Ich könnte das Tag und... Ach, warum hört er denn nicht auf, den Kickflip zu machen, wenn ich das will? Ich könnte halt Tag und Nacht spielen, weil es einfach so... Ich bin halt langsam mad, dass es keine Community-Maps gibt, außer die paar, die die halt hinzugefügt haben. Weil das fehlt dem Spiel halt einfach, Maps. So, ich kann diese Maps langsam nicht mehr sehen. Auch wenn man irgendwie immer mal wieder was Cooles entdeckt, wo man einen Trick machen kann. Zum Beispiel, hier, pass auf, wir machen jetzt noch einen. Oh Gott, das fängt schon gut an, dass ich 20 Mal Tschüss sage und dann alles nicht zum Ende kommen. Aber hier runter. Ah, der war zu weit. Der war einfach zu weit. Okay, ich sollte eher abspringen. Ah, er war wieder zu weit. Vielleicht sollte ich hier schon ab... Ah, nee, nee. Vielleicht sollte ich hier schon abspringen an der Linie. Dann hochziehen. Na, dann bounce der da ab. Ne, ich muss mir das hier nochmal angucken. Ich mag das nämlich hier. Okay, man könnte es einfach von hier versuchen.
Dann hat man, dann mache ich immer gern hier diesen Trick mit dem. Ja, da kommt. Oh, okay, das war gar nicht so schlecht. Diesen Trick mit dem abwechselnd, und das war sogar zu kurz, mit dem abwechselnd Gas geben, dann kann man auf kurzen Distanzen mehr Speed aufbauen. Ja, komm, das lasse ich zählen. Das lasse ich zählen. Gucken wir uns kurz im Replay-Editor an. Weil von der Seite sah es mega wack aus, aber hier. Yeah, sick. Natürlich nochmal so. Oh ja. Oh, das ist der Shit. Ja, und damit beende ich jetzt auch das Video hier mit schöner Sicht auf die Stadt. Ich bedanke mich auf jeden Fall, falls sich das hier irgendjemand angesehen hat, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.